Wir nähern uns dem Finale. Ich war noch niemals in New York. Teil 7, herzlich willkommen. Ja, aber es gibt noch richtig was zu entdecken und ich hoffe, ich kann dich hier mit diesem Teil sehr inspirieren. Wenn du die ersten Teile noch nicht gesehen hast, schau doch mal in der Playlist hier vorbei. Unter dem Video habe ich dir die verlinkt mit allen Teilen dieser Serie und ich freue mich. Also übrigens, wenn du jetzt noch dabei bist, bin ich mir sicher, dort gibt es auch sehr viel, was dir gefällt. Auf meiner Seite werdemusiker.de. Ich würde mich tierisch freuen, wenn du dort vorbeischaust. Und ja, auch dazu gibt es einen Link hier in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit Ich war noch niemals in New York. Die Akkorde der Strophe sind wie folgt. Also, wir knüpfen eigentlich an am Intro, nämlich die ersten Akkorde. Nicht nur die Melodie ist da ähnlich, sondern natürlich auch die Akkorde. As-Dur, Cestur, Des-Dur und Es, Sus-Vir und Es. Ne, also, und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit. Ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. So, und dann, anders, geht's weiter. F-Moll. Hier spiele ich die Töne C, F, As. Grundstellung wäre so, das C oben, aber Melodieton ist oben, deswegen spiele ich auch den Akkord so. Und dann C-Moll. C, S, G. Das gleiche nochmal. Übrigens aber das gleiche Feeling noch immer. Dam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam. Und noch eine Sache, nämlich hier. Kann man noch eine schöne Variation machen? So spiele ich das in der Praxis immer. Ich spiele nämlich hier oben nicht F-Moll, ich spiele in der Praxis F-Moll 7. Was heißt, wenn ich das F hier unten in der linken Hand schon spiele, spiele ich es hier nicht mehr, dafür das S. Ja? Und das hier ist der Akkord F-Moll 7. Und das klingt dann so. Ja, zum Vergleich. Das klingt ein bisschen gerader. Das hier klingt ein bisschen exotischer. Ist ein bisschen mehr Würze im Sound. So, und Achtung, dann spiele ich auch hier das gleiche. Hier nicht C-Moll, sondern das C ist ja schon der linken Hand, deswegen brauche ich es rechts nicht. Und dann spiele ich hier das B. Ja, und das ist nämlich auch, so ist der Akkord C-Moll, 7, C-Moll und hier ist die 7. Ja, und da spiele ich dann nicht das C, sondern hier ist B. Ja, okay, also zweimal quasi F-Moll, C-Moll, beziehungsweise F-Moll 7, C-Moll 7, ja, zweimal. Dann Des-Dur, As-Des-F und links ist Des. Dann Es-Dur, links S und hier oben G-B-S und As-Dur, As-C-S. So, nochmal. So, weiter geht's. Dann kommt Fes-Dur, ja, auch bekannt als E-Dur. Fes, As und Ces. Und links ist Fes. Und Ces-Dur. Ces, Es, Ges. Und auch das wird wiederholt. Ja, wenn du es dir besser merken kannst, merkt ihr natürlich E-Dur und H-Dur. Ja, okay, dann geht's weiter. Nochmal mit Fes-Dur. Allerdings greife ich den jetzt nicht mehr hier oben, sondern hier unten. Wegen der Melodie. Hier ist der Melodieton unten. Oben, ja.
Und hier unschuldig. Ja, deswegen spiele ich den Festo-Akkord jetzt ja auch hier unten. Dann Gestur, Ges, B, Des und As. Quatsch. Es-Dur. Genau, beziehungsweise wieder Es-Sus. Und zum Schluss As-Dur. C, Es, As. So, nochmal wiederholt. Badam, 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 bam, bam, badam. Badam, 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 bam, bam, badam. Badam, 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 bam, bam. Badam, bam, bam. Badam, bam, bam. Bam, badam. Und dann geht der Refrain los. So, die gesamte Strophe nochmal. Ja, und bei dem letzten As-Dur-Akkord kann man rückspielen. Das ist auch das Rhythmus-Muster, was wir im Refrain dann übernehmen werden. Ja, As-C, S-C. Guck, links ist As, S, As, immer abwechselnd. Kann man auch hier oben spielen. Rechts. Bum, 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 bar, bum, bum. Und pass auf die erweiterte Version schon mal auf meinem Daumen jetzt. Ja, erst der Daumen alleine, dann alle beiden zusammen. So, dann geht's weiter mit dem Refrain und die Akkorde zeige ich dir im nächsten Video. Aber auch hier geht natürlich, wenn du jetzt die Melodie spielst, pass auf. Dass du, guck mal, was ich jetzt zum Teil gemacht habe, ist hier erst den Basston unten, dann habe ich hier in dem Fall nur zwei Akkordtöne S und As gespielt. Wie viel ich das spiele, ist egal. Es klingt nicht schön, wenn man hier den Akkord so tief spielt. Der klingt erst hier schön. Hier geht's noch. Ah, hier geht's gerade so. Ich finde, hier geht's gar nicht mehr. Deswegen kann man hier einen Ton weglassen, damit es transparenter wird. Dann Cess. Na, hier kann man Cess-Dur schon so spielen. Dann Des. Und Es. Ja, so spiele ich quasi die linke Hand. Üb das mal alleine. Nur den Basston und oben den Akkord, in welcher Form auch immer. Ob so, 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 wie du möchtest.
Ja, du darfst das Pedal ja drücken. Pedal ist gedrückt, noch immer. Hier wird's, also wenn ich jetzt hier, jetzt ist wieder wie immer hoch, runter, jetzt. Jetzt. Und ich kann auch die Töne einzeln spielen oder... öfter anschlagen. Oder das geht auch. Ich war noch niemals. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Deswegen verstehe ich das als Richtlinie, wenn ich das so spiele. Okay, ja, und den Refrain gibt es natürlich auch und wie man den noch reduzierter spielt und auch umfangreicher, ne, es kommt ja in beiden Fassungen vor, das zeige ich dir dann im nächsten Video und auch noch natürlich mit den entsprechenden Akkorden. Also, bis zum nächsten Video oder auf meiner Seite werdemusiker.de und ja, alles Gute, bis dahin, vielen Dank.